Gleich gefragt bei Andreas Stamm in London. In etwa einer halben Stunde beginnt jetzt die Debatte um das Misstrauensvotum gegen Theresa May. Glauben Sie, sie wird es überleben? Ja, da sprechen zumindest alle Anzeichen dafür, dass sie das heute Abend überstehen wird, nach einer sicherlich sehr lebhaften Debatte. Denn ihre eigene Fraktion, als auch die DUP, das sind die nordirischen Konservativen, ohne die sie im Parlament sowieso keine Mehrheit hat, die haben beide signalisiert, dass sie momentan kein Interesse daran haben, die Premierministerin stürzen zu lassen. Also es sieht ganz danach aus, als ob das heute für Theresa May noch mal gut geht. Aber es zeigt halt das alte Dilemma. Das Parlament ist sich immer dann einig, in all dem, was es nicht will. Heute Abend dann mal nicht den Rücktritt der Premierministerin. Aber langsam wird es halt vielleicht auch mal Zeit zu formulieren, was wollen wir eigentlich in Sachen Brexit, was will die britische Politik? Denn das Austrittsdatum 29. März, das rückt näher, noch 72 Tage. Jetzt sehe ich hinter Ihnen Menschen, ich sehe hinter Ihnen den rollenden Verkehr von London. Was sagen denn die Menschen auf der Straße zu der Entscheidung gestern im Parlament? Ja, da waren ja gestern Abend Jubelstürme auf dem Platz vor dem Parlament, weil alle natürlich oder sehr viele happy waren, dass dieser Deal sozusagen jetzt, wie kann man sagen, tot ist. Also der ist vielleicht beerdigt, der wird vielleicht nicht wiederkommen, auch wenn die Premierministerin und eine Sprecherin heute Morgen das noch ein bisschen ablehnt, diese Interpretation. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass gestern Abend halt alle vereint waren, die gegen diesen Deal waren. Und das sind fast alle. Das sind die Hardcore-Brexiteers, also die Hardliner. Das sind die, die keinen Brexit wollen, die einen weicheren Brexit wollen. Also alle waren irgendwie dagegen. Und das drückt die Stimmung heute auch aus, dass man denkt, oh mein Gott, was für ein Schlamassel, in den wir uns hier reinmanövriert haben, da kommen wir gar nicht raus. Eben gemischt mit der Freude darüber, dass dieser Deal, den wirklich keiner so richtig mochte, 2,5 Jahre ausgehandelt mit der EU unter Schmerzen, dass dieser Deal jetzt sozusagen beerdigt wurde, das hat hier keinen so wirklich gestört. Aber was ich so aus den europäischen Reaktionen heraus höre, ist, dass die Großbritannien jetzt gesagt hat, wogegen sie sind, aber nicht wofür. Was glauben Sie, wird am Ende als ein Wofür herauskommen? Das ist die ganz, ganz große Frage und es gibt ein paar Anzeichen natürlich. Ich meine, die Premierministerin hat gestern Abend direkt nach der Niederlage klargemacht, dass No Deal, also raus ohne Austrittsabkommen, für sie nicht in Frage kommt. Das wird sie verhindern. Sie wird relativ schnell ihren Plan B vorlegen und dann schauen, ob sie vielleicht sogar eine parteiübergreifende Allianz bilden kann. Das sind natürlich noch große Worte. Sie wird auf jeden Fall erstmal mit allen Parteien im Parlament wohl reden, was sie bislang eigentlich nicht gemacht hat. Und darauf wartet man nun. Und dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, jetzt No Deal zu verhindern. Das eine wären eben Neuwahlen. Das ist natürlich immer möglich. Ein Misstrauensantrag, der geht vielleicht heute nicht durch, aber der kann jederzeit wiedergestellt werden. Allerdings, die Konservativen scheuen das eben sehr, weil man will das nicht riskieren. Jeremy Corbyn im Amt, vielleicht den Oppositionsführer, den wirklich die Tories nicht wirklich gut leiden können, um es mal so zu formulieren. Der ist wirklich ein rotes Tuch. Das heißt, das wird eher schwierig, da eine Mehrheit zu finden, denn Jeremy Corbyn braucht konservative Rebellen. Und dann ist das zweite Referendum vielleicht die Möglichkeit. Da hat vielleicht das größte Potenzial, denn natürlich weiß man, im Parlament sitzen eine Mehrheit von Brexit-Gegnern, die diesem zweiten Referendum durchaus gewogen sind. Aber da stecken große Gefahren drin für die beiden großen Parteien, denn beide sind innerlich zerrissen, genauso wie das Land, in Befürworter und Gegner des Brexits. Und wenn man ein zweites Referendum macht, das vielleicht sogar durchgeht, was überhaupt nicht klar ist, und der Brexit abgeblasen wird, dann fürchten Sie, dass der Wähler Sie abstraft. Also das ist noch ein langer Weg bis zu einer Lösung, wie auch immer die aussehen mag. Ganz herzlichen Dank, Andreas Stamm, für diese Einschätzungen aus der Londoner City. Ihnen noch einen guten Tag in Großbritannien.